Wir haben gerade in der Podiumsdiskussion über die Digitalisierung gesprochen, über die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und jetzt habe ich noch ein paar Anschlussfragen aus dem Blickwinkel der Studierenden. Und zwar haben wir vorhin über die Arbeitswelt von morgen gesprochen, darüber, welche Jobs in den nächsten paar Jahren gefragt sein werden. Was bedeutet das für die Studiengänge? Also welche Studiengänge werden dann in der nächsten Zeit entstehen oder müssen vielleicht dann auch entstehen? Also klar ist, dass wir ja in allen Bereichen eine Digitalisierung sehen werden. Und deswegen ist meine Überzeugung, dass all die Studiengänge, all die Ausbildungsgänge, die sich mit der Frage beschäftigen können, wie können wir so eine Schnittstelle schaffen und ausgestalten, optimieren zwischen Maschine und Mensch, wie kann das aussehen, die wir einen Erfolg haben, sei es bei der Bedienung von Maschinen, sei es beim Lenken von Maschinen, wie im Fahrzeugbau oder ähnliche Dinge, ist überall da, wo der Mensch mit der Maschine agieren muss, auch bei Computerprogrammen. Es gibt so viele noch extrem unpraktische Dinge, die noch aus der Zeit von Bits und Bytes stammen, aus der Zeit von vor Windows, wenn man das so sagen darf. Und da, glaube ich, werden viele Dinge entstehen, die den Menschen helfen, aber auch tolle neue Berufsbilder sind. Sie selber haben eine sehr vielseitige Karriere in der Medizin, Politik, Wirtschaft. Wenn Sie jetzt heute noch mal studieren würden, für welchen Studiengang würden Sie sich persönlich entscheiden? Also ich bin leider viel zu spät fasziniert dann von Sprachen. Gar nicht sehr, weil die Sprachen so toll sind und ich sie so toll kann ich immer nicht. Aber man kann über die Sprache sehr schnell unterschiedliche Kulturen verstehen und damit auch mehr die Welt verstehen und andere Länder verstehen. Das finde ich faszinierend. In dem Bereich könnte man gehen. Aber natürlich bleibt es dabei, dass ich habe auch mal Ingenieurwissenschaften überlegt oder auch Informatik überlegt. Das war dann aber zu schwer wegen des NCs bei uns, Numerus Clausus. Und ich fände es auch gar nicht so schlecht, nochmal wieder Medizin zu studieren. Gar nicht so sehr, weil ich das Arztsein jetzt vermisse und das nochmal richtig machen wollte, sondern weil sie viele Dinge lernen über den Menschen. Sie lernen aber auch gleichzeitig so Dinge, die sie bei so einer Entscheidungsfindung immer wieder brauchen. Erstmal Befund zu erheben, ganz neutral gucken, wie ist die Lage, wie sieht das aus, was läuft richtig, was läuft falsch. Dann eine Diagnose zu stellen, also sagen, was ist das eigentlich, ist das richtig, falsch? Und danach eine Therapie zu entwickeln. Und solche Prozesse in einem Scheidungswesen, die gibt es überall. Aber die lernen Sie in der Medizin gut und dann auch noch sehr stark in Bezug auf Menschen. Und das ist auch sehr schön und kann immer noch ein erfüllender Beruf sein. Auch wenn man selber nun einen völlig anderen Weg gegangen ist. Und zu guter Letzt haben Sie vielleicht noch einen Ratschlag für unsere Studierenden an der ZHW. Gibt es etwas, das Sie Ihnen auf den Weg geben möchten an die Studierenden, die entweder jetzt am Anfang ihres Studiums stehen oder die jetzt kurz vor dem Abschluss sind? Na, erstmal würde ich sagen, genießen Sie die Zeit hier. Die Studienzeit, das sagt man immer so schön, das ist die schönste Zeit. Nur wenn man dann selber studiert, aber es ist gar nicht so schön. Man muss lernen, man hat Stress und so weiter. Aber am Ende ist es doch schon super. Man lernt tolle Leute kennen, die auch dann ein Leben lang begleiten. Also ich habe noch mehr Freunde aus dem Studium heraus, als ich die sonst in meinen ganzen anderen Tätigkeiten dann so kennengelernt habe. Ist auch sehr schön. Immer optimistisch bleiben und vor allem neugierig. Das sagt sich so ganz leicht, aber immer wieder was Neues zu machen und sagen, jetzt habe ich was erreicht. Wenn man fertig ist, dann kann man durchatmen. Dann kann man trotzdem wieder sagen, so jetzt, what's next? Und so ein bisschen sich die Neugierde halten, das wäre, glaube ich, toll. Auch stolz zu sein, wenn man dann hier fertig ist. Und ZHW hat einen super Ruf. Und zu wissen, dass egal, wie sich die Welt ändert, egal, was für Herausforderungen kommen, mit einer guten Ausbildung wird man das immer schaffen. Und mein Vater hat mir eben gesagt, nimm eine Ausbildung, wo du überall was auf der Welt werden kannst. Und nur gut muss sie sein. So, das ist natürlich super, wenn das Väter sagen. Aber am Ende ist da schon viel Wahres dran, dass man sich die Unabhängigkeit und Freiheit erhält, zu sagen, so komm, wenn hier alles total schief läuft, ist es in der Schweiz nicht zu erwarten, aber dann kann ich woanders hingehen, kann da eine Firma aufmachen, ein Ingenieurbüro, was auch immer, eine Kanzlei. Und das ist das Schöne. Also neugierig sein und weiter lernen. Genau, immer neugierig sein und offen für neue Dinge und immer auch Dinge hinterfragen. Ich glaube, das haben wir ja auch diskutiert, im Zeitalter der Digitalisierung wird man mit so viel Information bombardiert. Da das Richtige herauszufinden und dann Wissen zu haben, das ist viel, viel schwieriger als zu meiner Zeit. Da haben sie ein Buch gehabt, da wussten sie, ja, das Buch ist von dem und dem. Das wird schon so sein und ist top. Hat sich dann immer so bestätigt, das ist heute ganz und gar nicht mehr so. Selbst in Naturwissenschaften nicht mehr. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Röster. Dankeschön.